Willkommen zurück oder erstmals willkommen, wenn Sie gerade eingetroffen sind, zur letzten Lesung dieser Literaturtage. Ich wiederhole oder sage für die Neuangekommenen erstmals, dass die eigentlich vorgesehene letzte Lesung von Raffaela Edelbauer entfallen muss. Also diese letzte Lesung mit Andreas Bernhard, den ich ganz herzlich begrüße. Wir freuen uns, dass du hier bist. Wir haben gestern und heute über verschiedene Spiele gesprochen. Das ist ja unser Leitbegriff, Spiele der Imagination und der Erfindung, spielerischer Umgang mit Sprache, Einsatz von Spielzeug als Mittel der Imagination. Ich erinnere an Theresa Präauers Lesung gestern, in der sowohl Playmobil-Figuren als auch ein springender Flummi eine entscheidende Rolle spielten. Heute viel von Sprachspielen und auch vom Verhältnis von Spiel und Regeln die Rede gewesen. Gestern Abend haben wir selbst hier verschiedene Spiele an einem Spieleabend ausprobieren können, Computerspiele, Brettspiele, ein Partyspiel und nun also zum guten Schluss Spiel und Sport oder Spiel als Sport oder Sport als Spiel. Das ist ja schon prägend im Titel des Buchs von Andreas Bernhard. Wir gingen raus und spielten Fußball. Andreas Bernhard, den ich Ihnen ganz kurz vorstelle, ist Autor, klarerweise. Er ist es in verschiedener Hinsicht als Buchautor, als Journalist, als Kulturwissenschaftler in einer ja vielleicht seltenen Mehrfachbegabung nicht nur, sondern auch mehrfachen Funktionen seiner beruflichen Tätigkeit. Er schreibt und schrieb schon lange für verschiedene Zeitungen, für die Süddeutsche, für die Zeit, für die Frankfurter Allgemeine. Vor einiger Zeit zum Beispiel, vor ein paar Wochen oder inzwischen vielleicht auch schon Monaten, war von ihm in der Süddeutschen Zeitung ein sehr interessanter Artikel zu lesen über die Frage, was die Schreibfertigkeiten von ChatGPT, diesem notorischen Grusel, mit dem wir uns alle beschäftigen, oder diesem Tool, mit dem wir uns vergnügen, was die Schreibfertigkeiten dieser Bots für die Zukunft des professionellen Schreibens, aber auch des Schreibens im Studium bedeuten. Das beschäftigt ihn, was das Studium und die Lehre angeht, in der Tat als Kulturwissenschaftler, als Professor an der Leuphana-Universität Lüneburg. Er hat verschiedene wissenschaftliche Publikationen vorgelegt, aber solche, die sich auch der allgemeinen Lektüre anbieten. Eine Geschichte des Fahrstuhls, das war die Dissertation. Eine weitere große Studie über neue Reproduktionstechnologien und die Ordnung der Familie mit dem schönen Titel Kinder machen. Und mit diesem Projekt war er auch am ZFL zu Gast, als Gastwissenschaftler. Er hat über das Selbst in der digitalen Kultur geschrieben. Er hat einen Roman geschrieben mit dem Titel Form, das war im Jahr 2010, der auch Erfahrungen des Journalisten Andreas Bernhard behandelt oder fiktionalisiert. Er hat vor 3 Jahren einen Band mit Kurzprosa vorgelegt, Laufende Ermittlungen, die wiederum in Erstfassungen als Rubrik im Zeitmagazin erschienen sind, also ein vielfaches Crossover dieser verschiedenen Autorschaften von Andreas Bernhard. Und der Fußball hat dabei immer auch eine Rolle gespielt, nebst vielem anderen erwähne ich nur die Kolumne in der Süddeutschen, der kleine WM-Botschafter, im Zusammenhang oder aus Anlass der letzten Fußball-Weltmeisterschaft in Katar und das, worum es eben heute vor allem geht, dieses Buch Wir gingen raus und spielten Fußball, ein Buch über Fußball auf jeden Fall, zugleich, ja, könnte man vielleicht sagen, eine Kulturgeschichte des Fußballs und auch ein Erinnerungsbuch. Daraus werden wir Verschiedenes hören, darüber werden wir uns unterhalten. Andreas, ich möchte dich zum Anfang mal nach dem Titel fragen. Es ist ja ein bekanntes Franz Beckenbauer Zitat, das hier anklingt. Weltmeisterschaft 1990, geht raus und spielt Fußball, muss man sich natürlich im beckenbauerschen Ton vorstellen.
Ja, was hat es mit diesem Zitat auf sich, also mit dieser Aufforderung bei Beckenbauer, mit dieser Umwendung in die Reminiszenz bei dir, und inwiefern ist Fußball überhaupt ein Spiel? Naja, bei Titeln ist es ja oft so von Büchern, entweder man hat einen instinktiv nach einer halben Sekunde oder man findet eineinhalb Jahre lang durch ständiges Grübeln keinen guten. Und in dem Fall hatte ich irgendwie plötzlich den Eindruck, dass es interessant wäre, dieses berühmte Zitat, geht's raus und spielst Fußball, praktisch vom Imperativ in einen erinnernden Aussagesatz zu verwandeln. Und man könnte höchstens sagen, dass bei Beckenbauer das natürlich die reinste Tautologie ist. Geht's raus und spielst Fußball heißt nichts, heißt einfach, ich kann als Trainer nichts weiter sagen. Genauso wie auch, glaube ich, das Fußballspielen als Kind von so einer schönen Reflexionslosigkeit geprägt war. Man ist einfach rausgegangen und hat Fußball gespielt, fertig. Und was ein Spiel ist, kann ich nicht beantworten. Ja, ich meine, um da nur noch einmal nachzufassen, und dann kommt auch die erste Lektüre, das Tautologische bei diesem Beckenbauer-Zitat ist ja vielleicht dadurch irgendwie nochmal abgefedert oder konterkariert. Du hast es selbst gesagt, dadurch, dass es ein Trainer ist, der das sagt und damit eben mitteilt, dass er nichts anderes sagen könne, aber vielleicht ja auch entschieden zum Spielen auffordert, also im Unterschied zum Kampf, ja, als irgendwie ein üblicher Ausdruck, der ja oft fällt, wenn es um Fußball geht. Also vielleicht könnte man jetzt so ein bisschen emphatisch sagen, ich glaube, das ist etwas, worüber wir bislang noch nicht gesprochen haben, gestern und heute. Wir haben über Spiel und Regeln gesprochen, über Spiel und Ritual, das Spielen mit und gegeneinander, alles das spielt hier ja auch eine Rolle, aber ja, dieses etwas idealistisch oder sehr idealistisch klingende Spiel und Freiheit, also sich vom Imperativ des Kämpfenmüssens befreien und zum Spielen zurückkehren sozusagen. Ja, klar. Also heute spricht man ja immer vom Straßenfußballer, wenn man jemanden meint, der sozusagen noch völlig frei und so spielt. Und damals war jeder ein Straßenfußballer, ohne das Wort zu kennen, einfach weil man eben in diesem vorstrukturierten Kontext gespielt hat. Und ich glaube, das Geschehen lassen und das nicht drüber nachdenken war wahrscheinlich schon Teil dieser kindlichen Welt. Ja, damit zur ersten Lesung, und die Straße würde ja vielleicht an Asphalt denken lassen oder an andere spröde Materialien, vielleicht noch irgendwie sowas wie Asche oder Schlacke. Das erste Kapitel hat aber den schönen Titel Gummi, und daraus oder das hören wir jetzt. Ja, also vielen Dank für die Einladung nochmal. Ich werde jetzt im Laufe dieser Stunde drei Blöcke, also 10 Minuten lesen, und der erste ist der Anfang des Buchs. Wie gesagt, mit dem Titel Gummi. Der Sportplatz, auf dem ich das Fußballspielen gelernt habe, ist seit vielen Jahren verwaist. Niemand trifft sich mehr auf den beiden Steinfeldern, deren rötlicher Belag längst abgeblättert ist. Wenn ich heute noch an dieser Stelle vorbeikomme, in der Mitte eines weitläufigen Parks, bietet sich ein trostloses Bild. Die 4 Eisentore sind irgendwann enger zusammengeschoben und neu montiert worden, um Platz zu schaffen für einen nachträglich errichteten Basketballkorb. Um dieses Gestänge herum stehen ein paar Jugendliche in hohen Sportstiefeln und werfen Bälle. Ansonsten sind die Plätze unbesetzt, so leer wie ein ausgelassenes Schwimmbecken. Allenfalls sieht man einen Vater, der sich in eines der Tore gestellt hat und die unbeholfenen Schüsse seines kleinen Sohnes mit Absicht passieren lässt. Als ich auf den Steinplätzen meine ersten Spiele machte, waren sie das lebendige Zentrum des ganzen Viertels. Der Ort wurde von allen nur der Abenteuer genannt, obwohl sein offizieller Name auf grünen Tafeln am Eingang des Parks angebracht ganz anders lautete. Jeden Tag nach dem Mittagessen fuhr ich mit dem Fahrrad die hügelige Strecke hinauf, bog nach rechts, wo die Bucht mit den Fußballfeldern lag, und vor der letzten Kurve, einem abschüssigen, von hohen Sträuchern umgebenen Fußgängerweg, stellte sich immer die bange Frage, ob auch genügend Spieler da sein würden. Kaum jemals wurde diese Hoffnung enttäuscht. Durch das Gebüsch hindurch erkannte ich die vielen beweglichen Silhouetten und die Fahrräder, die auf der Grasfläche rund um die beiden Steinplätze lagen. Meine Freude dann, wenn klar wurde, dass die Felder besetzt waren, genau umgekehrt wie später beim Flippern, wenn der Weg durch das Lokal von der Unsicherheit erfüllt war,
ob der Apparat, der hinten im Gang zu den Toiletten stand, auch frei sein würde. Der Ort vibrierte, der Abenteuer machte seinem Namen alle Ehre und am späteren Nachmittag konnte es sogar geschehen, dass Spieler für 5 oder 6 Mannschaften um die beiden Plätze herum versammelt waren und die Wartenden wie Zuschauer auf einer Tribüne auf den schrägen Grasflächen am Rand zusammensaßen. Die beste Ankunftszeit gegen 2 Uhr war die kurze Phase, in der den verschiedenen Fraktionen, die noch auf ein Tor spielten oder unschlüssig in der Mitte herumstanden, klar wurde, dass nun genügend Leute für ein richtiges Spiel beisammen waren. Eine andere Spannung erfüllte plötzlich den Platz und die losen, unabhängig voneinander gekommenen Gruppen gingen aufeinander zu. Wollen wir ein Spiel machen? Gut, wer wählt? Es gelang mir nicht oft, diesen Moment abzupassen. Meistens war schon ein Spiel im Gange, wenn ich am frühen Nachmittag auf die Steinplätze kam. Und ich erinnere mich an die Überwindung, die es kostete, mich an den Rand zu stellen und einem Spieler, der mir wie eine Autorität auf dem Feld vorkam, nach einer Weile die Frage zuzurufen: Entschuldigung, kann ich vielleicht noch mitspielen? Oder braucht ihr vielleicht noch einen? Diese Worte, die Refrains meiner Kindheit, habe ich unzählige Male ausgesprochen, auf Freibadwiesen, auf den Höfen von Landgaststätten, wenn die Eltern nach dem Essen noch länger sitzen bleiben wollten, oder auf improvisierten Fußballfeldern am Urlaubsort. Anfangs zögerte ich oft lange, aus der Angst heraus eine abschlägige Antwort zu bekommen, doch es geschah fast nie, dass meine Bitte wirklich zurückgewiesen wurde. Nur hörte ich regelmäßig, dass ich erst einen zweiten finden müsse, weil die Mannschaftsstärken durch mich ins Ungleichgewicht geraten würden. Ich gewöhnte mir deshalb an, vor dem Fragen die Spieler auf dem Platz zu zählen. Ergab sich eine ungerade Zahl, rief ich meinen Satz mit etwas größerem Mut und wenn ich dann aufs Feld kam, erwartete ich den ersten Pass, das erste Dribbling mit einer Mischung aus Unsicherheit und der Hoffnung, dass ich meinem Ballgefühl schon trauen könnte. Unterhalb der Steinfelder, am Ecke des Abhangs, der zum Gelände des Fußball- und Hockeyclubs führte, gab es noch einen kleinen Sportplatz mit rotem Gummibelag und richtigen Handballtoren. Dieser Platz war immer leer und weil er keinen sichtbaren Zugang hatte und von einem hohen Zaun umgeben war, hielt ich ihn lange Zeit für einen Teil des Vereins oder vielleicht auch der dahinterliegenden Schule. Ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam, dass ich dort zu spielen begann. Im Unterschied zum Abenteuer, dessen Eröffnungsdatum auf den Tafeln am Parkeingang eingraviert ist, hat dieser Ort, an dem ich dann viele Jahre lang jeden Tag verbrachte, in meiner Erinnerung keinen Ursprung. Was ich aber noch genau weiß, von den Steinfeldern hinunter auf den Gummiplatz zu wechseln, kam einer Beförderung gleich. Anstelle der losen Zusammensetzung oben, manchmal nur zu 6. oder 7., manchmal zu 20., mit älteren und jüngeren Spielern, guten und schlechten, deutschen und ausländischen, bildete sich hier sofort eine einheitliche Gruppe von Fußballern. Wir waren alle ungefähr im selben Alter, anfangs vielleicht zwischen 9 und 11, und bis auf wenige Ausnahmen Vereinsspieler beim benachbarten Club oder den anderen etwas kleineren, die es in unserem Stadtteil gab. Niemand kam zufällig vorbei. Es fehlte die Laufkundschaft, wie auf dem Abenteuer. Ab 14:45 während der Schulzeit, in den Ferien schon morgens um 9, trafen auf dem Gummi, wie der Ort bei uns hieß, fast ein Jahrzehnt lang die gleichen Spieler zusammen. Harald, Christian, Stefan, Rainer, Oliver, Jürgen, Martin. Wenig später kamen Thomas, Michael, Wolfgang, Jan, Peter und ein weiterer Oliver hinzu. Der Klang der Namen und ihre geläufigen Abkürzungen, Harry, Michi, Olli, diese graue, aber solide DIN-Norm männlicher Vornamen der späten 60er und frühen 70er Jahre. Im Nachhinein kommt es mir so vor, als wäre die Stabilität der Gemeinschaft sogar ein wenig auf diese Namen zurückzuführen, als hätten sie in ihrer Biederkeit ein verlässlicheres Fundament gebildet als die leichteren, eleganteren Vornamen späterer Jahre, die Leons, Marvins, Lennarts, Tims, die sich vielleicht auf flüchtigere Art verbinden als die schwerfälligen Michaels und Stefans. Auf dem Gummi wurde der Fußball wichtiger genommen, das ließ sich schon an der Kleidung erkennen. Undenkbar wäre hier gewesen, was oben ständig geschah, dass jemand in Straßenkluft mitspielte, in Jeans und T-Shirts oder, wie manche älteren Türken,
in Unterhemd, Anzughose und Lederslippers. Nicht nur räumlich bildet dieser Ort also das Mittelglied zwischen Spielplatz und Verein, sondern auch was den Ernst der Sache betraf. Alle kamen wie selbstverständlich in Trainingsanzügen und Sportschuhen, mit glatter Sohle oder kurzen Noppen, und manche besaßen sogar ein originales Bundesliga-Trikot, Harry ein weißes vom Hamburger SV mit dem BP-Logo, ich eines vom MSV Duisburg, nicht weil ich ein großer Fan gewesen wäre, sondern weil mir die blau-weißen Querbalken, die der Mannschaft den Spitznamen Zebras verliehen hatten, so gut gefielen. Mittwoch und Donnerstag zwischen 5:30 und 7 fand das Training im Verein statt. Montag bis Freitagnachmittag und einen Teil des Wochenendes stand ich auf dem Gummi. Und was mir diese beiden Orte über den Fußball beibrachten, verhielt sich ungefähr so zueinander wie eine offizielle Sprachenschule zum Aufenthalt im Land selbst. Das Vereinstraining zerlegte die Grammatik des Fußballs in einzelne Lektionen. Wir feilten an der Syntax der Pass- und Laufwege. Wir übten die Konjugation des Schießens ein, von der Grundform der Innenseite über den Imperativ des Vollspanns hin zum unregelmäßigen, selten gebrauchten Partizip der Außenseite. Und am Ende jeder Einheit durften wir das zuvor Erprobte in der freien Konversation des Trainingsspiels anwenden, immer wieder unterbrochen von korrigierenden Zwischenrufen des Trainers. Ganz anders ging es auf dem kleinen Platz ein paar Meter weiter zu, hinter der in den Zaun eingelassenen Tür. Dort gab es keine Lehrpläne und keinen Übungsleiter. Jeder Neuling wurde sofort ins Getümmel der Muttersprachler hineingeworfen, musste sich in dem Kauderwelsch zurechtfinden. Und auch wenn der Lernprozess ohne jede Ordnung ablief, hier ein Stellungsfehler, dort eine schiefe Eigenart, und des Schliffs des angeleiteten Trainings irgendwann bedurfte, sorgte allein diese Ausbildung für die volle Gewandtheit in der Sprache des Spiels. Ja, vielen Dank bis hierher. Eine Kindheit, die über Fußball strukturiert ist und sich über Fußball erzählen lässt. Diese Formel, die du erwähnst, kann ich vielleicht noch mitspielen. Die ist ja in der einen oder anderen Weise bei anderen Spielen vielleicht auch den meisten von uns irgendwie geläufig. Wir haben auch genau darüber schon gesprochen, was es bedeutet, mitspielen zu können oder nicht mitspielen zu dürfen. Mich würde jetzt vielleicht nochmal zweierlei daran interessieren. Jetzt habe ich auch das vielleicht wiederholt. Es ist nämlich tatsächlich gerade diese leicht abtönende Partikel, also die es nicht ganz so rund herausklingen lässt, sondern noch mit so einem Vorbehalt. Du erzählst dann aber ja auch, in welchen Situationen es einem ohnehin wahrscheinlicher vorkommt, dass man noch mitspielen darf. Das andere, was du dann ja doch gleich betonst, dass es eigentlich keine Exklusionsmechanismen gibt, sondern dass diese Frage so gut wie immer positiv beantwortet wird. Ist das dazu noch eine Nachfrage? Etwas, was du dem Fußballspiel insbesondere, aber vielleicht auch dem Zusammenhang von Sport und Spiel so attestieren würdest? Denn man könnte ja auch vermuten, dass da die Exklusionsmechanismen eigentlich besonders heftig sind, weil es um, weiß ich nicht, Leistungsbereitschaft oder Fähigkeit, körperliches Funktionieren und so weiter zu gehen scheint. Ja, in dem zweiten Abschnitt, den ich jetzt ausgewählt habe, wird es dann auch nochmal, glaube ich, ausdrücklich behandelt, aber ich würde schon sagen, dass in einer Sportkindheit oder Fußballkindheit sowohl das Glücksgefühl, die Erfüllung der Integration, indem man halt in so einer Mannschaft mitspielt, als auch die Abweisung zum ersten Mal mit besonderer Wucht einem entgegentritt in jungen Jahren. Mhm. Und jetzt sagen wir mal, in dieser Sphäre, die ich gerade beschrieben habe, ganz am Anfang, war das schon sehr offen und sehr heterogen. Aber je spezieller und spezifischer und professioneller das dann wurde, desto prekärer und härter wurde das auch. Und ich glaube, dass der Sport oder das Spiel in beiden Richtungen, sagen wir mal so, soziale Integration oder Desintegration
sehr erfüllend oder auch sehr krude darstellen und in der Richtung agieren kann. Mhm. Ja, was ist es mit der Vorsicht in der Frage, mit dem vielleicht? Ist das etwas, was aus deiner Erinnerung heraus, ich spreche dich jetzt natürlich naiverweise als denjenigen an, der das Ich aus dieser Erzählung ist, ja, etwas, was allgemein üblich war, oder ist das spezifisch für genau diese Erinnerung, für diesen Erinnernden besonders vorsichtig zu sein? Man könnte sich ja auch Spieler vorstellen, die einfach ganz dreist, also davon ausgehen, dass sie natürlich mitspielen dürfen und einfach schon direkt mit reinspringen. Na, diese Passage betrifft ja jetzt die chronologisch gesehen früheste Zeit, ne? Und wenn man als 6-7-Jähriger in München-Sendling in den 70er Jahren da in einem von so Motorradrockern und Gangs aller Nationalitäten bevölkerten Platz gefragt hat, ob man mitspielen kann, hat sich so eine vielleicht schon angeboten. Ja, dazu noch eine Beobachtung und auch Nachfrage. Du schreibst es ja sehr deutlich, dass es eine ein bestimmter historischer Ausschnitt ist, ein historisches Szenario, das hier entworfen wird, was über die Namen ja sehr schön auch noch zum Tragen kommt. Also wir sind hier in einer ganz bestimmten Zeit, in der auch eine ganz bestimmte Art von sozialem Verhalten eingeübt wird, eine Rolle spielt. Und ich fand die Beobachtung interessant, die ja auch in gewisser Weise eine Unterstellung ist oder vielleicht aber auch eine Beobachtung über spätere Generationen von Fußballern, dass es eine andere Verbindlichkeit, Stabilität gegeben haben könnte, die jetzt gerade an der Schwerfälligkeit der Namen hängt. Was ja dabei auffällt, dass auch für die jüngere Generation diese Namen alles männliche Namen sind. Die ganze Geschichte, die hier erzählt wird, ist ja einfach auch klar eine Jungsgeschichte und würde demnach ja auch in die Gegenwart oder vielleicht auch nähere Zukunft hinein verlängert eine Jungsgeschichte bleiben. Ist das so? Bleibt das ja, zum, so? Also zur ersten Frage, ich hoffe, dass man den etwas ironischen Unterton da mitliest. Also es käme mir jetzt natürlich nie in den Sinn zu sagen, Stephans und Andreasse würden sich irgendwie sozial loyaler verhalten als Lennarts und Tims. Also es ist einfach ein bisschen ein Spaß. Aber dass es eine extrem maskuline Geschichte ist, stimmt total. Also ich habe zwischen, was weiß ich, 1976 und 1986 jeden Tag stundenlang am Fußballplatz verbracht und kein einziges Mal mit einem Mädchen gespielt. Aber es ist ja einfach ein historischer Roman, also der endet vor 40 Jahren. Ja, ja. Also hat nichts mit der Gegenwart zu tun. Ja. Gut, dann hören wir ein weiteres Kapitel dieses historischen Romans, jetzt schon ein wenig fortgeschritten in der Zeit und eher so aus der Mitte des Buches. Ja, das ist ein Kapitel, das heißt so wie auch mal das Buch als Arbeitstitel hieß und ist, wie man erkennen kann, eine Selbstbeschreibung. Gut am Ball, aber zu langsam. Die Wahrnehmung meiner selbst, die Entstehung dessen, was man Körpergefühl oder Selbstbewusstsein nennt, war vollständig geprägt durch den Fußball. Ich, eine bestimmte Art zu schießen mit dem linken Fuß, angezwirbelt, wie wir sagten, von halb rechts kommend ins lange Eck. Eine bestimmte Art zu dribbeln, mit dem Innenrist rechts am Gegenspieler vorbei. Innenrist, merkwürdiges Wort, von dem ich lange dachte, es hieße Innenriss. Und als ich es zum ersten Mal geschrieben sah, war ich erstaunt über die unbekannte letzte Silbe. Passt auf, der macht immer die gleiche Körpertäuschung, rief ein Betreuer der anderen Mannschaft aufs Feld. Und ich verstand nicht genau, was er damit meinte, denn für mich war es kein einstudierter Trick, sondern ein natürlicher Bewegungsablauf. Mein Weg vorbei am Gegner beruhte gerade nicht auf einer Täuschung.
Ich war ein typischer Linksfüßer oder Linksfüßler, wie die Trainer sagten. Merkwürdige, vom Textprogramm rot unterringelte Begriffe, die eher insektenhafte Bilder hervorrufen. Aber es gibt im Deutschen keine bessere Bezeichnung. Die selteneren Linksfüßer scheinen im Fußball jedenfalls immer stärker durch ihre Anlage bestimmt zu sein als die Rechtsfüßer, deren Spielweise trotz der ebenso klaren Bevorzugung einer Körperhälfte neutraler wirkt, flexibler. Man wird kaum einen Rechtsverteidiger finden, der den Ball so gut wie nie mit dem linken Fuß berührt, aber auf der anderen Seite des Spielfeldes ist diese konsequente Aussparung sogar im Profifußball regelmäßig zu beobachten, wie es Marcello von Real Madrid oder Juan Bernat von Paris Saint-Germain demonstrieren. Dass ich mit links schoss und damit als Ausnahme galt, war eine Eigenheit, die sich sofort herausstellte. Abgesehen von dieser ersten Prägung aber hatte ich lange kein Gefühl dafür, welche Art von Fußballer ich war, wo meine Stärken und Schwächen lagen, für welche Position auf dem Feld ich in Frage kam. Ich habe noch mein Erstaunen und meine Kränkung in Erinnerung, als im Verein die ersten Charakterisierungen meiner Spielweise auftauchten. Im Alter von 10 oder 11, im Verlauf der E-Jugend, begann ich zwei Arten von Kommentaren regelmäßig zu hören. Zum einen lobten mich die Trainer manchmal für meine Übersicht und stellten mich im zentralen Mittelfeld auf. Sie sagten Sätze wie, du kannst das Spiel beruhigen oder du schaffst es auch mal, den Ball zu halten. Vertrauensbekundungen, die mir erst das Wissen um diese Stärken verliehen und meine Aktionen fortan tatsächlich überlegter machen. Damals fielen auch zum ersten Mal die anerkennenden Worte, dass ich ein guter Techniker oder technisch gut sei. Und ich weiß noch, wie merkwürdig mir dieses Kompliment vorkam. Denn meine Leistungen im Grundschulfach Werken oder die unbeholfenen Versuche, einen Nagel in die Wand meines Kinderzimmers zu schlagen, hatten mir unmissverständlich gezeigt, dass ich kein Techniker, sondern im Gegenteil sogar besonders ungeschickt war. Im Fußball musste diese Bezeichnung also etwas anderes bedeuten. Gleichzeitig nahm ich nun aber auch eher abfällige Bemerkungen wahr über meine läuferischen und athletischen Fähigkeiten. Beim Sprinttraining oder beim 50-Meter-Lauf im Sportunterricht war mir natürlich aufgefallen, dass ich nie zu den Besten gehörte. Aber diese Übungen hatten nicht unmittelbar mit dem Fußball zu tun und wurden von mir deshalb nicht so ernst genommen. Doch dann, bei einem Heimspiel unserer Mannschaft nach einem verlorenen Laufduell an der Seitenlinie, rief mir Herr Bloch, der grobschlächtige Vater eines Mitspielers, die Worte zu: Der Schnellste bist du ja nicht. Und ich hörte auch noch, wie er in die Richtung unseres Trainers das abschließende Urteil fällte: Gut am Ball, aber zu langsam. Diese Sätze in einem herablassenden, fast höhnischen Tonfall gesprochen, trafen mich tief und sorgten dafür, dass ich einige Spielzüge lang nicht mehr richtig am Geschehen teilnehmen konnte. Vielleicht war es dieses Verdikt, erlassen an einem verregneten Sonntagvormittag auf unsere Bezirkssportanlage, das mir den Makel der Langsamkeit zum ersten Mal unwiderruflich ins Bewusstsein senkte. Mein Selbstbild als Fußballer war ab dieser Zeit von einer bestimmten Widersprüchlichkeit gekennzeichnet. Ich wusste, dass ich mit dem Ball umgehen kann, wie ein Sportreferendar in der 5. Klasse des Gymnasiums zu mir sagte, der auch als Jugendbetreuer des FC Bayern arbeitete und mich nach ein paar Wochen fragte, ob ich zum Probetraining kommen wollte. Gegen schwächere Teams konnte ich diese Fähigkeit auch ausschöpfen, schlug aus dem Mittelfeld genaue Pässe und machte das Spiel, wie es der Trainer von mir forderte. Diese Souveränität wurde aber sofort brüchig, wenn ich auf dem Platz mit unbequemen, mindestens ebenbürtigen Gegnern konfrontiert war, nach den ersten Zweikämpfen, bei denen ich nicht an den Ball kam, nach den ersten missglückten Dribblings, verschwand der ballsichere Spielgestalter und die andere, blasse Inkarnation meines Fußball-Ichs trat hervor, unbeweglich, träge, von Minute zu Minute verzagter. Alle Gefühle der Erhebung und der Erniedrigung, der Zugehörigkeit und der Isolation sind mir zuerst beim Fußball begegnet. Jede spätere Erfahrung, ausgeschlossen zu sein, in welchen Gruppen und Milieus auch immer, rief in mir das schneidende Echo von damals hervor, mich in einer Mannschaft nicht durchsetzen zu können. Diese Gefahr bestand vor allem zu Beginn jeder zweiten Saison, wenn ich die Vorbereitung mit dem Jahrgang über mir bestritt. Unser Verein war so aufgebaut, dass es von der E-Jugend bis zur A-Jugend immer zwei Mannschaften gab, deren Zusammensetzung sich nach dem Alter der Spieler richtete.
Grundsätzlich bildete der ältere Jahrgang das erste, der jüngere das zweite Team. Doch wenn das Training nach den Sommerferien wieder anfing, wurden einige Spieler dazu bestimmt, eine Mannschaft zu überspringen und den Kader der E1, D1 oder C1 zu ergänzen. Ich gehörte alle 2 Jahre diesem Kreis an und wo meine Stellung im Team des eigenen Jahrgangs ungefährdet war, befand ich mich in der älteren Mannschaft immer am Rand. Es gab dort etliche Spieler, denen ich mit Ehrfurcht begegnete. Ihre Namen, die für mich heute wie gemeißelt klingen, sind nur in vollständiger Nennung von Vor- und Nachnamen denkbar. Helmut Gassler, ein wuchtiger Vorstopper, Thomas Schober, ein Linksfuß mit mächtigem Schuss, Ralf Harder, ein Abräumer im Mittelfeld, der in der Kabine als erster ein Deo verwendete, und allen voran natürlich Heiko Zechner, ein Johann Cruyff-haftes Genie im Mittelfeld, der beste Fußballer der gesamten Jugendabteilung. Zumindest bis ein paar Jahrgänge unter uns ein unscheinbarer blonder Junge namens Didi Hamann auftauchte. In den Vorbereitungsspielen mit dieser Mannschaft war eine ganz andere Robustheit gefragt. Die Zeit, den Ball ruhig anzunehmen oder einen Pass zu spielen, gab es nicht mehr. Außerdem wurde ich nicht auf meiner gewohnten Position im Zentrum aufgestellt, die gehörte natürlich Heiko Zechner, sondern als Linksaußen, wo ich mich nicht wohlfühlte. Mein Vater fragte mich nach dem Training häufig mit einem österreichischen Ausdruck, ob ich einen Leiball bekommen hätte. Und tatsächlich war das Verteilen dieser ärmellosen Hemden an die eine Hälfte des Kaders vor dem abschließenden Spiel quer über den Platz immer ein Indiz dafür, wer am Wochenende von Beginn an auflaufen durfte. In der Mannschaft des älteren Jahrgangs bekam ich nie eines und selbst wenn ich in den Testspielen in der Anfangself stand, war es in der Halbzeit meistens so, dass sich der Trainer am Ende seiner Kabinenansprache an mich wendete und sagte so, du bleibst jetzt draußen und dafür kommt, den Rest des Satzes hörte ich schon nicht mehr, weil mich ein kühles, gänsehautartiges Schamgefühl unter der Schädeldecke durchfuhr, das mir Schwindel verursachte. Die Spieler sprangen auf, feuerten sich gegenseitig an und liefen unter dem Getrampel der Stollen zurück auf den Platz, während ich alleine in der nach Massage, Öl und Gras riechenden Kabine sitzen blieb und das Trikot in den leeren Mannschaftskoffer warf. Zu Beginn der Saison wurde ich dann jedes Mal in das Team meines Jahrgangs zurückgestuft. Ja, vielen Dank. Dieses Kapitel macht ja sehr deutlich, dass das Spiel zwischen den Jungs, das Spiel unter Kindern hier eben ganz entscheidend vom Beobachtung, Bewertung, Feedback von Erwachsenen abhängt, die dann ja auch noch so unterschiedliche Funktionen haben, die sich ja auch durchaus überlagern können. Trainer, Väter, Lehrer, ja, fast etwas unheimlich oder jedenfalls merkt man ja, wie viel das mit dem Spiel tatsächlich macht und was es, ja, inwiefern es dieses Spiel beeinflusst. Wenn man das Ganze jetzt, du hast vorhin gesagt, historischer Roman, vielleicht auch als einen Bildungsroman lesen wollte, dann hätten ja die Institutionen der Bildung und die Vertreter dieser Institutionen ohnehin eine wichtige, aber auch prekäre Rolle. Also einerseits gäbe es dann ja, ich bin mal wieder sehr klassisch hier zu kommen, dass ich, dass ich gerne so wie es ist, selbst ausbilden möchte. Und dann gibt es aber immer diejenigen, die da gucken und sagen, das machst du nicht richtig oder das machst du gut, aber und so weiter. Ja. Hätte das was für sich, deiner Einschätzung nach, das Ganze auch in dieses, sagen wir mal, gattungsmäßige Raster einzusortieren? Hab nicht drüber nachgedacht beim Schreiben, aber klingt super überzeugend. Ja, ich meine, also diese Figuren, finde ich, haben ja doch was entschieden Dämonisches. Also vor allem der Vater, der da von der Seite reinruft, das sind ja wirklich, also auch eben Sätze, die in diesem Ich, ja nicht nur in dem Moment, sondern auch noch, sagen wir mal, auf dem Weg vom Erlebenden zum erzählenden Ich gewaltig lange nachhallen. Ja, ich meine, das ist auch der Knut Kortzen, der Literaturkritiker, hat er irgendwie geschrieben,
weil ein Trainer von mir hieß Herr Bloch und der andere hieß Herr Enzensberger. War mir also völlig naiv, habe ich das so geschrieben, und da hat er sozusagen die literarische Vorformung darin schon erkannt. Aber Herr Bloch war wirklich ein Ekel. Ja. Also der hat, das war, ja, aber ich würde sagen, es gibt, glaube ich, diese zwei Sphären des Bolzplatzes, ein Ausdruck, den ich für unangebracht halte, weil der so ein bisschen verächtlich ist. Ne? Man bolzt so richtungslos rum, aber dieser Begriff hat sich eingebürgert. Also einerseits der Bolzplatz, andererseits der Verein. Und die Differenz dieser beiden Sphären kann man schon daran erkennen, dass als ich das Buch geschrieben habe, ich natürlich schon versucht habe, diese alte Vereinshistorie, also der Verein war der dritte Verein außer, also neben Bayern und 60 in München, diese ganzen Daten zu rekonstruieren und Statistiken zu finden und so, was auch ging. Aber dieser Gummi, wo ich, wie gesagt, so 10 Jahre lang jeden Tag gespielt habe, davon gab es kein Foto, keine Zeile, keine Spur, nichts. Und daran kann man vielleicht schon die Differenz der beiden Sphären erkennen, dass die eine sozusagen dokumentarlos und speicherlos in der Erinnerung aufgehoben ist und die andere eben in dieses professionelle Raster der Statistiken überführt wurde. Was mich nochmal auf die Frage bringt, also du sprichst von Recherchen und von dem, was sich nicht recherchieren lässt. Was ist der Anstoß gewesen oder inwiefern kommt er in diesem Buch vor, zu sagen, gut, jetzt ist der Moment, an dem ich mit diesen Recherchen anfange oder versuche, den Gummi, den Abenteuer, die Namen mit ihren Charakteren in mir wachzurufen? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ich kann sie nicht beantworten. Also ich habe immer mal wieder schon vor fast 30 Jahren so kleine Partikel darüber geschrieben. Und das war immer so eine Vorstellung, das vielleicht mal als Ganzes zu machen. Aber was dann dazu geführt hat, das weiß ich nicht mehr. Ja, es gibt noch ein längeres und ein kurzes Kapitel oder Abschnitt, die wir unbedingt noch hören möchten, Andreas. Es gibt, apropos Bildungsroman, jetzt ein Kapitel, das hier zumindest irgendwie einige weitere Anklänge möglicherweise bietet. Und das geht um den Nachsommer. Ja, die Anspielung verstehen vielleicht einige Leute hier. Das Kapitel heißt der Nachsommer. Mein Verhältnis zur Natur beschränkte sich lange Zeit auf die Frage, ob sie geeignete Bedingungen für den Fußball bot. Eine Wiese zum Beispiel war nur dann von Belang, wenn sie ein Rasen war. Vollkommen eben und frei von allen Bepflanzungen. Blumen oder hohe Gräser nahm ich als bloße Verunstaltungen eines potenziellen Fußballfeldes wahr, die meine Aufmerksamkeit sofort abzogen, ungefähr so wie die Reste frischer Tomaten in der Spaghetti-Soße oder Fruchtstücke im Joghurt sofort ein Unbehagen vor diesem Essen hervorriefen. Auch der Blick auf Bäume war nichts als die Prüfung möglicher Pfosten. Standen sie in einem Abstand zueinander, der es in einem Park oder am Badesee erlaubte, ein vernünftiges Tor zu bilden? Waren sie schmal und aufrecht genug? Ragte das Wurzelwerk um den Stamm nicht so hoch aus dem Boden heraus, dass der Ball vor der Torlinie zu verspringen drohte? Die Natur stellte also im besten Fall brauchbare Attrappen des Fußballs bereit. Ansonsten war sie zu schief, zu holprig, zu unförmig, als dass ich einen Zugang zu ihr hätte finden können. Nur ganz selten geschah es, dass ein Naturelement das Spiel bereichern konnte, wie etwa im Herbst, wenn die Bäume neben dem Hartplatz unseres Vereins ihre Blätter verloren und das Laub einen Teil des Platzes bedeckte, wie die Klopapierrollen der Fans den Rasen auf dem Gladbacher Bökelberg oder im River Plate Stadion 1978. Beim Training im Flutlicht fühlten wir uns dann, als würden wir unter den Bedingungen des großen Fußballs spielen, und die dunkelgelben Ahornblätter spornten uns zu leidenschaftlicheren Sprints und Zweikämpfen an.
so als würde sich hinter der Torauslinie die steil aufragende Kurve mit den jubelnden Fans befinden und nicht einfach die Holzbaracke unseres Vereins, in der wir uns nach dem Training wie immer ein Spezi und eine Leberkässemmel kauften. In der Natur zu sein, ohne ihre Flächen und Gebilde auf den Fußball zu beziehen, erschien mir noch mit 16 oder 17 als unmögliche Vorstellung. Dass sich am Ende der Schulzeit dann im Lauf von wenigen Monaten ein ganz neues Verhältnis ergab, war ein Effekt der Literatur. In den Sommerferien zwischen der 12. und 13. Klasse begann ich zu lesen. Bis dahin hatte ich die Romane und Erzählungen, die Gegenstand des Deutschunterrichts waren oder die mir meine Eltern zu Weihnachten schenkten, nur als lästige Pflicht betrachtet. Freiwillig las ich allein den Sportteil der Münchner Abendzeitung. Das änderte sich zu Beginn des letzten Schuljahres. Wir sollten in den Ferien den Roman »Mein Name sei Gantenbein« von Max Frisch vorbereiten. Und dieses Buch kam mir plötzlich näher als die früheren. Hier wurde nicht wie sonst eine Geschichte erzählt, deren Handlung mich mehr oder weniger interessierte, deren Figuren mir mehr oder weniger sympathisch waren. Ich hatte vielmehr das Gefühl, auf diesen Seiten etwas über mich selbst zu erfahren, über Empfindungen und Gedanken, die ich kannte, aber nicht in Worte hätte fassen können. Manche Stellen des Romans, etwa Gantenbeins Bekenntnis, dass er in einer Tischrunde oft ein verstecktes Tonbandgerät laufen lässt, wenn er unter einem Vorwand kurz nach draußen geht, weil er weiß, dass sich die anderen in seiner Abwesenheit sofort darüber unterhalten, was sie wirklich über ihn denken, beeindruckten mich so tief, dass sie zu konkreten Handlungsanleitungen wurden. Wenn ich mit Bekannten in einer Kneipe saß und sich einer von ihnen früher verabschiedete, zählte ich immer schon die Sekunden, bis jemand, kaum dass die Tür des Lokals zugefallen war, einen Kommentar über ihn machte. Und wenn die anderen dann einstimmten in die Ergründung seines Charakters, dachte ich an die Romanpassage und verachtete die Runde für die vorhersehbaren Mechanismen ihres Gesprächs. Das Eintauchen in die Literatur veränderte meinen Sinn für Landschaften. Zum einen begann sich die Umgebung, in der ich ein Jahrzehnt lang täglich Fußball gespielt hatte, in ein Ensemble von Leseorten zu verwandeln. In der weitläufigen Parkanlage mit den beiden Steinfeldern und dem Gummi unterhalb des Abhangs wurden mir nun Orte wichtig, denen ich bis dahin keine Bedeutung zugemessen hatte, und zwar die Parkbänke aus grün lackiertem Holz, die dort alle 20 oder 30 Meter aufgestellt waren. Ich weiß noch genau, auf welcher Bank in der Nähe des Seiteneingangs zum Stadion des Vereins ich etwa den Anton Reiser von Karl Philipp Moritz zu Ende gelesen habe. Meine Erinnerung an den Roman wird immer mit diesem Ort verknüpft sein, so wie es bei Nabokov einmal heißt, dass das Bild seiner Berliner Exilantenwohnung, in der er zum ersten Mal Krieg und Frieden las, wie eine alte Ansichtskarte für alle Zeiten in dem Buch geblieben ist. Regelmäßig stieg ich jetzt auch mit einem Buch in der Tasche in die S-Bahn und fuhr auf gut Glück bis zur Endstation. Ich hoffte, dass ich in der Nähe des Vorortbahnhofs einen Waldrand oder zumindest einen wenig befahrenen Landweg entdecken würde, der einen geeigneten Platz zum Lesen bot. In den Schaukästen am Marienplatz studierte ich den vielgliedrigen S-Bahn-Plan und überlegte mir, für welche Linie, für welche Richtung ich mich dieses Mal entscheiden sollte. Mit der türkisen S1 nach Kreuzstraße, mit der hellgrünen S2 nach Petershausen oder Holzkirchen, mit der roten S4 nach Geltendorf oder Richtung Ebersberg. Am Klang der Ortsnamen versuchte ich zu erkennen, ob sich hinter den Bahnhöfen eher ein altehrwürdiges Dorf mit einem Gasthaus neben der Kirche verbarg oder eine der zerklüfteten, in der Nähe der Autobahn errichteten Industriesiedlungen, denen ich aus dem Weg gehen wollte. Die regelrechten Kleinstädte unter den Endhaltestellen miete ich grundsätzlich, Freising auf der S1, Erding auf der S6, ebenso besonders malerische Gegenden wie die Stationen am Starnberger See oder das Isartal Richtung Wolfratshausen, deren touristische Schönheit die Unwägbarkeit meiner Exkursionen allein auf freier Flur geschmälert hätte. Je länger die Abstände zwischen zwei Haltestellen gegen Ende der Strecke wurden, desto leerer wurden die Waggons, und wenn der Zug dann am letzten Bahnhof hielt, war ich oft der einzige Passagier weit und breit. Unschlüssig stand ich auf dem Vorplatz und überlegte, in welche Richtung ich gehen sollte. In der Fußballwelt
sorgte meine Verbundenheit mit den Büchern, die im zweiten Jahr der A-Jugend begann, für Irritationen. Einmal bei einem Vorbereitungsspiel auf dem Land, das ich wegen der Rückkehr meiner Knieprobleme absagen musste, verband ich das Zuschauen mit einem der inzwischen gewohnten Ausflüge. Ich war an diesem Sommertag mit der S-Bahn zu einer Station in der Nähe gefahren und lief mit einem Buch in der Hand über die Dorfwege in Richtung der Sportanlage. Als ich kurz nach Beginn des Spiels ankam, setzte ich mich mit dem Roman, ich glaube, es war eine alte gebundene Ausgabe des Maler Nolten, zu den anderen auf die Reservebank. Die Blicke der Ersatzspieler in diesem Moment wären nicht verstörender gewesen, wenn ich ein Pornoheft dabei gehabt hätte. Mein Nachbar rückte sogar instinktiv ein paar Zentimeter zur Seite, als ich das Buch zwischen uns auf die Bank legte, so als würde sein Blick auf eine ekelerregende Wucherung meines Oberschenkels fallen. Wenn die Existenzform des Lesers in der Zeit zwischen Schule und Studium ohnehin etwas von selbstgewählter Isolation hatte, wenn der ständig mitgeführte Roman ein wenig wie das Ausweisdossier jedes Sonderlings wirkte, löste der Anblick eines Buches im Umfeld des Fußballs besonders starkes Befremden aus. Lesen war ein kapriziöser Mangel, eine Tätigkeit, die einen automatisch aus der Gemeinschaft ausgrenzte, was vor allem in Phasen des längeren Zusammenseins bei einem mehrtägigen Turnier oder auf einer Mannschaftsreise immer wieder deutlich wurde. In dem höherklassigen Club, in dem ich mit Anfang 20 noch einmal spielte, fuhren wir nach der Saison ein paar Tage nach Ibiza und das graue Edition Surkamp-Taschenbuch, das ich mir zum Strand nahm, der erste Band der Suche nach der verlorenen Zeit, wirkte unter den Sonnencremetuben, Plastikbällen, Walkman und Sangria-Eimern, die verstreut um unsere Kolonie aus Badetüchern lagen, wie ein absurder Fremdkörper. Es war viel zu heiß, um in der prallen Sonne zu lesen, weshalb ich am frühen Nachmittag manchmal für eine Stunde an den Rand der Bucht umzog unter einen Felsvorsprung. In diesem Bild der Absonderung, von der Sonne in den Schatten, vom Grölen der ersten Trinkspiele zur Stille der Lektüre, kündigte sich der bevorstehende Abschied von dem viele Jahre lang geteilten Lebensweg an. Dankeschön. Ja, über Literatur als Spiel haben wir wiederholt gesprochen hier, gestern und heute. Und hier haben wir nun ja irgendwie so eine so ein schräges oder teilweise ja auch genaues Gegensatzverhältnis von Literatur und Spiel, von Beschäftigung mit Literatur und dem mitspielen oder noch mitspielen können beim Fußball. Die Knieprobleme werden hier en passant ja nochmal erwähnt, die in der ganzen Geschichte dann sehr wichtig sind für die Wendung, die sie nimmt. Aber ich würde trotzdem gerne fragen, vielleicht ist die Frage jetzt so ein bisschen kompliziert oder unklar, ob es jetzt nur dieser Gegensatz ist oder ob es irgendwas gibt, was Literatur und Fußball irgendwie ineinander übersetzbar macht. Also jedenfalls das, was du hier besonders erwähnst, mein Name sei Gantenbein, könnte man ja sagen, ist vielleicht auch ein sehr solipsistisches Spiel. Also ich probiere Geschichten an wie Kleider, das könnte man ja auch als etwas Spielerisches bezeichnen, aber es ist dann vielleicht doch ein entscheidend anderes Spiel als Fußball. Also wie sieht es mit diesem Verhältnis aus? Naja, also es gibt ja diese Wendung, die immer kommt in Fußball, bei Fußballkommentaren, das Spiel lesen. Mhm. Also man kann sagen, es gibt so eine Semiotik der Beschäftigung mit Fußball, die der Beschäftigung mit Texten gleicht. Ne? Mhm. Und es gibt ein Kapitel in diesem Buch, das handelt davon, wie mein Vater, der praktisch nichts mit Büchern zu tun hatte, mir, als ich sehr klein war, immer mit einem unglaublichen Gespür für Andeutungen des Sprechens über Fußball, mir immer, wenn wir zusammen Fußball angeschaut haben, sofort gesagt hat, wie das Spiel ausgeht. Also bei Spielen, die früher in der Sportschau wurden ja immer erst die Spiele nachträglich zusammengefasst und dann begann der Kommentator zu reden, für meine Begriffe ganz neutral, bei Bayern zum Beispiel. Und dann sagte mein Vater manchmal so wie der redet, verlieren es. So nach 10 Sekunden. Und er hatte immer recht. Und das ist mir erst lange nach dem Tod von meinem Vater gekommen,
dass vielleicht diese Beschäftigung mit Texten und das Interesse für Literatur und das Interesse für die Konnotationen der Sprache vielleicht, obwohl er selber, sagen wir mal, dem Lesen und der Literatur immer recht indifferent, desinteressiert gegenübergestanden hat, ihren Ursprung vielleicht hat von diesem genauen Hinhören auf die Kommentare und auf dem Lesen des Spiels, wenn man so will. Mhm. So könnte man vielleicht eine Verbindung schaffen. Ja, ja. Das Spiellesen, das ist ja nicht die Formulierung, die vorher von dem Trainer verwendet wird, aber es läuft ja so ein bisschen darauf hinaus. Also ich weiß nicht mehr genau, was die Formel war, die er da sagt, aber nicht das Lesen, aber jedenfalls das Spiel beruhigen. Du kannst das Spiel beruhigen, genau. Aber das ist ja auch etwas, was manchen Spielerinnen, Spielern ja zugesprochen wird, dass sie diese besondere Fähigkeit haben, das Spiel also auf dem Platz aus dem Spiel heraus zu lesen. Da fällt mir gerade was ein, wenn ich kurz, bevor ich es vergesse, weil was du jetzt ja ein bisschen andeutest und was ich auch immer nicht ausschließen würde, wäre, dass dann zum Beispiel Spieler, die sich im Laufe ihres Lebens für musische Dinge oder so interessieren, auch die feingeistigeren Fußballer werden. Und das habe ich so lange gedacht, bis ich den wahrscheinlich größten Meister der deutschen Sprache in den letzten Jahrzehnten, den Filmkritiker Michael Altén, beim Fußball getroffen habe. Und der war der unglaublichste Hans-Peter Briegel, den man sich vorstellen kann. Der hat die Leute umgepflügt, der konnte irgendwie nicht richtig schießen, nur Kampf. Und dann dachte ich mir, okay, das kann man nicht vergleichen. Das ist ja sehr schön. Ja. Also ich meine, man könnte natürlich, aber wir haben gar nicht mehr sehr viel Zeit, sondern eigentlich nur noch ein paar Minuten, jetzt ja versuchen, das Ganze nochmal irgendwie zu systematisieren und sich zu fragen, inwiefern jetzt das Sonderlingshafte, was jetzt diesem Ich irgendwie so nach und nach zuwächst, auch wirklich ja dadurch, dass die Teilnahme am Spiel eben nicht mehr so ohne weiteres möglich ist und nur noch dann so sporadisch wird, was das mit dem Charakter des Teamsports eigentlich zu tun hat, was das Besondere ist an solchen Bewegungsspielen mit Ball, dass eben zwei Teams gegeneinander antreten, dass das Spiel dann eben was sehr, dass das Spiel viel mit dem Gegeneinanderspielen zu tun hat, aber natürlich auch klarerweise nur so, dass Spielen überhaupt möglich ist und dass das Gegeneinander ja mit dem Miteinander ganz eng zusammenhängt und dass innerhalb dann dieser Mannschaften die Einzelnen als Einzelne total wichtig sind, aber auch irgendwie in diesem Gefüge. Also das sage ich jetzt einfach mal so, es ist ja alles relativ klar und banal, aber es hat, glaube ich, doch nochmal was damit zu tun, also was diese Spiele im Verhältnis zu verschiedenen anderen Spielen sind, eben Sprachspielen oder Rollenspielen oder Spiel als Fähigkeit der Imagination und des Möglichkeitsdenkens. Vielleicht kannst du das irgendwie noch weiterführen oder kommentieren. Naja, ich könnte nur hinzufügen, dass der Vorteil des Mannschaftsspiels oder des Mannschaftssports, glaube ich, schon ist, dass der eine gewisse soziale Schule bedeutet, mehr noch als in anderen Verbünden, die man in der Kindheit durchläuft, wie jetzt eine Klasse oder so, wo man sich ja immer vereinzeln kann, wo man keine Solidarität zu spüren braucht, weil man ja nichts Gemeinsames erreichen will. Aber wenn man so eine Elf auf dem Feld ist und man möchte einfach ein gutes Spiel machen oder das Spiel gewinnen, dann muss im Training und im Spiel und in der ganzen Vorbereitung so eine Art von sozialem Gelingen irgendwie möglich sein. Und ich habe schon den Eindruck, dass das nicht die schlechteste Schule ist wahrscheinlich. Das führt bei mich nochmal zu der Anschlussfrage, auf die wahrscheinlich eine sehr lange Antwort in Form eines ganzen Vortrags eigentlich folgen könnte. Hoffentlich nicht. Mal sehen. Was es mit dem Verhältnis von Fußball und Literatur auf sich hat, beziehungsweise mit der Erzählbarkeit
des Fußballs oder anderer solcher Sportarten. Denn gerade was so diese Vergemeinschaftung und notwendige Sozialität angeht, ja, also ist ja sprichwörtlich, 11 Freunde müsst ihr sein, eins der bekanntesten Fußball-Kinderbücher, das aber trotzdem ja mit einem sehr starken Protagonisten arbeitet, also wo doch ja dann eine Figur von besonderem Interesse ist. Gibt es nach deiner Kenntnis dieses Ausschnitts des literarischen Feldes mit dem Fußballfeld besondere Ausprägungen, dieses Spiel erzählen zu können in seiner Komplexität und Teamhaftigkeit? Also was man über visuelles Erzählen sagen kann, also Fußballfilme, Fußballfernsehserien, ist, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, dass sich Fußball gegen Fiktionalisierung verwehrt, weil die Leute müssen einfach Fußball spielen können, dieses Spielen. Und die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht an die Serie Manni der Libero mit Tommy Orner, wo eben der Hauptdarsteller ein mittelmäßig begabter Fußballer war. Und die Mannschaft, mit der er im Film gespielt hat, waren alle gute Spieler. Und die haben sich dann immer, wenn er so unbeholfen sich durchgedribbelt hat, haben sich immer so zur Seite fallen lassen, damit der mittelmäßige Tommy Orner der Star ist. Das heißt, das ist, glaube ich, wichtig am Fußball oder auch wahrscheinlich am Sport, dass es sich gegen Simulation oder Fiktion ein bisschen spröde verhält. Und beim literarischen Erzählen ist schwierig, aber du hast wahrscheinlich recht, die Fußballbücher, die einem sofort einfallen oder auch die Fußballfilme, müssen dann immer den Einzelnen rausheben und bringen dann wahrscheinlich so eine Unschärfe rein, die das kollektive notwendige Moment in dem Sport bedeutet. Also so vielleicht. Ja, da wir es hier mit einer Ich-Erzählung zu tun haben, ist hier ja tatsächlich diese Zentrierung auf die Erinnerung, auf das Wechselverhältnis von Erzählendem und Erzähltem Ich in dieser Weise nicht problematisch, beziehungsweise es handelt ja auch wirklich gerade davon, wie jemand sich individuiert aus diesen Kollektiven herauskommt. Ich fände es schön, wenn du zum Abschluss den ganz kurzen Schluss dieses Buches uns noch vorlesen könntest. Ja, also noch eine Seite oder so. Letztes Kapitel des Buchs heißt Das rote Dach. Gegenüber dem Wohnblock, in dem ich aufgewachsen bin, stand ein altes vierstöckiges Mietshaus mit rotem Ziegeldach. Dieses Dach, das ich sehen konnte, wenn ich aus dem Küchenfenster unserer Wohnung im Erdgeschoss blickte, war bei unsicherem Wetter mein Zeichen. Solange es regnete, waren die Ziegel dunkelrot. Ein hässlicher, ernüchternder Farbton, der mir sagte, dass es noch keinen Sinn ergab, aufzubrechen. Selbst wenn ich mich überwunden hätte, bei strömendem Regen auf das Fahrrad zu steigen, wäre auf dem Platz noch nichts los gewesen. Das schmutzige Dunkelrot war trister als das Grau des Himmels, das es ja auch bei trockenem Wetter gab. Es befahl mir, wie das stehengebliebene Signal einer Ampel, zu warten, auch wenn ich die Trainingshose und mein neues schwarz-weiß gestreiftes Trikot von Juventus Turin schon angezogen hatte. Immer wieder ging ich an solchen verregneten Nachmittagen hinüber in die Küche. Die Schule war zu Ende, das Mittagessen vorbei und eigentlich hätte ich längst mit den anderen auf dem Platz stehen müssen. Und dann, nach dem 10. oder 20. Mal, ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, sah das Bild gegenüber plötzlich anders aus. Die Farbe des Dachs war wieder heller, das Rot näherte sich seinem gewöhnlichen, rostigen Ton. Es hatte zu regnen aufgehört, tröpfelte höchstens noch. Und die Ziegel, die offenbar besonders rasch trockneten, waren mein erstes Indiz. Ich rannte nach draußen zum Rad, klemmte den Ball in die Mulde der Lenkstange und fuhr die vertraute Strecke entlang, durch den Spielplatz am Freizeitheim, weiter auf dem Fahrradweg neben der Schule, dann rechts in die schmale Straße, die zum Gelände des Fußball- und Hockeyclubs führte. Ich wusste, dass auch mindestens 10 oder 12 andere Spieler gerade unterwegs waren, alle mit demselben Ziel. Sie wohnten wie ich in einer der Straßen unterhalb des hügeligen Parks oder weiter oben, in den Häuserblocks am zentralen Verkehrsknotenpunkt des Viertels. Und die Vorstellung, dass jetzt von überall her die Fußballer aus der Nachbarschaft auf den Platz zusteuerten, steigerten meine Vorfreude von Minute zu Minute.
Ich stieß mich vom Sattel ab und erhöhte das Tempo. Beim Überqueren der nassen Straßen achtete ich nicht mehr darauf, den Gehsteig nur an den abgesenkten Stellen der Toreinfahrten zu verlassen, sondern fuhr direkt über die Kanten. Ich musste mich beeilen. Das Spiel konnte jeden Augenblick beginnen. Vielen Dank. Ja, ganz vielen Dank, Andreas Bernhard. Wir sind am Ende dieser zweitägigen Veranstaltung angekommen und ich möchte in aller Kürze den Beteiligten danken, meinerseits von der Humboldt-Universität aus, mich sehr, sehr herzlich beim Literaturhaus Berlin für die ja bei weitem nicht nur Gastfreundschaft, sondern für die intensive Mitarbeit am Ersinnen und Durchführen dieser Veranstaltung danken Janika Gellinek stellvertretend für das ganze Team, die Technik und die Infrastruktur und Hanna Hamel aus dem ZFL, die all dieses ganz entscheidend ersonnen hat und auch hier allen anderen Beteiligten aus dem Leibniz-Zentrum für Literatur und Kulturforschung ganz vielen Dank. Ihnen allen einen sehr schönen Sommer möchte ich wünschen. Nutzen Sie die weiteren literarischen Veranstaltungen in den vielen verschiedenen Literaturhäusern Berlins, in diesem hier zum Beispiel am nächsten Mittwoch, dem 14.06. Melanie Rabe mit Katharina Hartwell unter dem Titel Final Fantasy. Also es wird tatsächlich um Fantasy-Literatur gehen. Wenn Sie Urlaub machen, vergessen Sie nicht, sich genug Bücher einzupacken. Hinweise zum Beispiel zu maritimer Literatur in dieser Vitrine und die Möglichkeit, sich bei Kohlhaas & Company weiter einzudecken. Und vergessen Sie aber auch nicht, rauszugehen und zu spielen. Vielen herzlichen Dank. Danke.